Domradio. Unser Gespräch zum Tagesevangelium. Der ehemalige Jurist und noch recht frisch geweihte Kaplan Dr. Christian Jasper schaut mit uns in den heutigen Textausschnitt. Sie sind ja Kaplan im Sendungsraum Bonn-Innenstadt und Stadtjugendseelsorger im Stadtdekanat Bonn. Und man muss sagen, Sie sind ja wirklich in einer durchaus turbulenten Zeit da in die Münstergemeinde in Bonn gekommen. Nach wie vor ist das Münster geschlossen wegen Umbauarbeiten. Dazu Corona. Sind Sie überhaupt schon richtig angekommen in Ihrer neuen Dienststelle? Am vergangenen Sonntag war die offizielle Einführung und da hatten wir das große Glück, dass es einen großen Garten vor St. Remigius gibt, wohin die Münstergemeinde im Moment ausweicht. Und dort, zum Glück dann im Freien, konnte man immerhin einen Gottesdienst feiern, auch mit vielen Menschen, die mitgefeiert haben. Das heißt, in dem gesteckten Rahmen gibt es auch ein bisschen Normalität bei Ihnen schon? Mir scheint, die Menschen sind alle sehr dankbar, wenn man das schafft, ein bisschen Normalität herzustellen und wenn man auch nicht immer nur über Corona spricht. Natürlich ist das Thema allgegenwärtig, aber die Menschen sind doch auch ein bisschen ermüdet und sehnen sich nach Normalität. Mhm. Ganz viele Katholikinnen und Katholiken waren ja wirklich auch sehr, sehr lange nicht im Gottesdienst zum Beispiel. Ganz langsam geht das wieder los. Die Kirchen sind aber noch viel leerer als vorher. Wie sehr vermissen Sie persönlich das denn, zum Beispiel auch Eucharistie zu feiern? Gut, ich persönlich als Priester habe natürlich das große Glück, vielleicht auch Privileg, eben regelmäßig, auch während des Lockdowns, die Eucharistie feiern zu können. Aber ich habe gestern noch mit einer guten Freundin gesprochen. Sie sagt, sie hat da sehr drunter gelitten, eben wochenlang nur auf Livestreams und Online-Angebote verwiesen zu sein. Unser Glaube lebt doch von Begegnung und eben auch von sakramentaler Begegnung. Und da ist Kontakt ganz wesentlich. Wir schauen damit rein hier bei uns ins Tagesevangelium. Aus dem Lukasevangelium, Kapitel 6, kommt der heutige Ausschnitt. Domradio, das Wort. Aus dem Lukasevangelium. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde, tut denen Gutes, die euch hassen, segnet die, die euch verfluchen, betet für die, die euch misshandeln. Dem, der dich auf die eine Wange schlägt, halte auch die andere hin. Und dem, der dir den Mantel wegnimmt, lass auch das Hemd. Gib jedem, der dich bittet, und wenn dir jemand etwas wegnimmt, verlang es nicht zurück. Was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen. Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder lieben die, von denen sie geliebt werden. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen Dank erwartet ihr dafür? Das tun auch Sünder. Und wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es zurückzubekommen hofft, welchen Dank erwartet ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in der Hoffnung, alles zurückzubekommen. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und sollt Gutes tun und leihen, auch wo ihr nichts dafür erhoffen könnt. Dann wird euer Lohn groß sein und ihr werdet Söhne des Höchsten sein. Denn auch er ist gütig gegen die Undankbaren und Bösen. Seid barmherzig, wie es auch euer Vater ist. Richtet nicht, dann werdet auch ihr nicht gerichtet werden. Verurteilt nicht, dann werdet auch ihr nicht verurteilt werden. Erlasst einander die Schuld, dann wird auch euch die Schuld erlassen werden. Gebt, dann wird auch euch gegeben werden. In reichem, vollem, gehäuftem, überfließendem Maß wird man euch beschenken, denn nach dem Maß, mit dem ihr messt und zuteilt, wird auch euch zugeteilt werden. Lukas Kapitel 6, die Verse 27 bis 38 haben wir gerade gehört. Kaplan Dr. Christian Jasper schaut mit uns in diesen heutigen Textausschnitt jetzt ein bisschen genauer rein. Am Ende des Textes bekommt man so das Gefühl, das klingt nach wie du mir, so ich dir. Und dann fragt man sich, wollte Jesus nicht eigentlich am Anfang dieser Rede was ganz anderes? Wollte er nicht genau das vermeiden? Ja, das will er vermeiden. Er möchte, dass wir aus diesem Kreislauf der Vergeltung und Rache ausbrechen und
aus Liebe heraus das Gute tun. Einer der Kernsätze dieser Rede ist ja, was ihr von anderen erwartet, das tut ebenso auch ihnen, die goldene Regel. Wenn man das mit einem Sprichwort zusammenfassen wollte, ist es vielleicht, was du nicht willst, dass man dir tut, das fügt auch keinem anderen zu. Oder wie man es in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder heraus. Deswegen, das Böse, das sollen wir gerade durchbrechen. Mhm. Alles wäre ja, denkt man sich ganz oft, so einfach, wenn alle gleichermaßen hilfsbereit und auch so selbstlos wären. Es klappt aber irgendwie nicht. Warum klappt das nicht? Man muss sich schon bewusst machen, das, was Jesus hier fordert, ist ja wirklich radikal. Mhm. Ihr sollt eure Feinde lieben. Und das geht, glaube ich, nur, wenn man ein gewisses Vertrauen hat, einmal in die anderen Menschen, dass es nicht immer wieder völlig durchbrochen wird, das, was man selber versucht. Und am Ende wohl auch ein Vertrauen in Gott. Vielleicht hilft da der Glaube auch für den Alltag, wenn man darauf vertrauen kann, dass Gott am Ende für Gerechtigkeit sorgen wird und dass er uns unsere guten Taten belohnen wird. Das heißt, was wäre vielleicht ein Impuls, den wir mitnehmen könnten in diesen heutigen Tag aus diesem Text heraus? Vielleicht denken wir ganz konkret mal an einen Menschen, dem wir heute begegnen, der nicht unbedingt unser Feind sein muss, aber doch jemand, mit dem wir uns schwer tun. Und versuchen, dem besonders aus Liebe heraus zu begegnen. Das sagt Kaplan Dr. Christian Jasper. Er schaut täglich mit uns in die Bibel. Unser tägliches Gespräch zum Tagesevangelium finden Sie zum Nachhören und als Podcast auf domradio.de.